Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, heute Hof Bergmann und nein, ich bin nicht viel zu spät dran. Verdammt. Wir sehen hier, dass wir es an Haken kriegen. Natürlich wieder alle meine Moon verballert, weil ich eigentlich was ganz anderes vorhatte. Gut, müssen wir jetzt durch, ne? Müssen wir einmal kurz schauen. Ich wollte dieses Feld hier unbedingt frei haben, damit ich hier weitermachen kann. Ich habe mir gedacht, in Anbetracht der Zeit fahre ich eben schnell das Stroh in eine Scheune, damit das schon mal trocken wegkommt. Wusste aber nicht, dass ich hier so weit fahren muss. Das ist manchmal fehlt mir wie beim Gabelstapler, dass man so quer verschieben kann. Wisst ihr, was ich meine? Alle, die Stapler fahren, wissen, was ich meine. So. Nimm's dir. Ja, ich bin erstaunlich wenig strohlos geworden. Ich wollte das eigentlich in meiner Zuchtanlage wollte ich eigentlich Stroh hinbringen. Die wollen nix. Die sind zufrieden, die Mädels. Na gut, habe ich mir gedacht, so ist das andere Stroh. Also auch hier bei den, da wo die Babys gemacht werden, hier vorne, ne? In unserem kleinen Love-Hotel hier oben auf dem Berg. Da wollen die auch kein Stroh. Ja, ansonsten habe ich mir überlegt, ich habe das ja, also seit, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, seit LS11. Wie kommt denn hier ein Ballen hin? Ist das ein Deko-Ballen? Ich habe da keinen Ballen hingelegt. Also ich glaube, seit LS11 mache ich falsch Mischfutter, ne? Es sei denn, es hat einer mal irgendwas an den Kapazitäten geändert. Mir ist das letzte Tage das erste Mal aufgefallen, dass das hier überhaupt gar nicht passt. Mit, ich habe sonst immer ein Stroh, zwei Heu und zwei Silageballen gemacht. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Also funktioniert schon, aber man verschwendet ja voll was, ne? Das habe ich nur nie gemerkt. Tja, jetzt weiß ich auch noch nicht, was wir machen. Muss das mal ausprobieren. Wenn ich dann... Ach, ich fahre mal unten hin zu den Kühen. Ich nehme noch hier einen, so ein Vierer-Pack. Nehme ich noch mit hier. Ja, und dann ist der Acker auch schon fast leer, ne? Und weil hier möchte ich säen. Das heißt, ich muss gleich erstmal Gülle fahren. Gucken, ob ich noch was habe von der Suppe. Wenn nicht mehr Mist, also Mist habe ich eigentlich immer. Von den Muckus. Und dann muss hier neu gesät werden. Und ich werde diesen Acker hier da hinten, was ist denn das? Hat ja auch einen Namen, 29. Der wird auch mit eingesät. Also es werden drei Felder dann gleichzeitig reif. Oh, guck mal hier. Verdammt, das hat getäuscht gerade mit den... Ich habe gedacht, der steht quer. Ja, ist ja gar nicht mehr so viel. Da hinten steht noch ein halber und ein ganzer. Und dann haben wir das ja auch schon wieder hier. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht die Strohballen lasse ich die großen und und Gras mache ich dann mit den Rundballen, hatte ich mir so überlegt. Und Silo nach Bedarf. Das Problem ist, wenn ich Hoppala. Ich muss das gleich nochmal genau ausrechnen. Fahr jetzt erstmal zu den Muckus. Und dann können wir auch eigentlich... Ach wohl, nee, die Stapel müssen da noch eben weg. Ja,
Ja, ich habe ein bisschen miese, für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben. Ich habe Sperma gekauft, ja. So bin ich nun mal. Für meine Mukus nur das Beste und das hat richtig reingehauen. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen im Minus. Obwohl ich schon Milch verkauft habe, ja, wohlgemerkt. Heike, was ist mit dir? Bleibst du da stehen? Ja, ne? So ist fein. Sieglinde, nein! So ist fein. Die Mädels hier, die machen mich noch irre. So, was ist hier? Hier steht auch Stroh. Das ist schön. Ach, ich habe gar kein Heu mehr. Ich muss eh neues Heu machen. Okay. Da ist noch Mischfutter drin. Wieso ist da noch Mischfutter drin? Ah, ich glaube, das wollten die in der Zuchtstation, die wollten nichts mehr. Habe ich das wieder mit nach Hause gebracht. Jetzt gleich mal reingucken in den Kübel. Ah, ich kann in den... Ich wollte gerade durchtappen, aber ich komme in den Trecker ja nicht rein, weil der offiziell nicht mir gehört. Den habe ich ja in der Scheune gefunden. Mal kurz gucken. Du stehst hier auch sehr interessant, Trecker. Habe ich dich hier so hingestellt? Bin ich sicher. Ja, Mischfutter hat er. Sind denn meine Kühe glücklich? Oh. Nee, was ist denn das für ein Mischfutter? Hä? Doof? Was ist denn hier passiert? Da fehlt ja komplett die Silage. Ist mir die Silage verloren gegangen? Nein, Leica ist noch nicht für dich. Hallo Heike. Erstmal ein bisschen Silage reinmachen noch. Aber was haben wir drin? 10.000. Das heißt, ein Stroh und ein Gras ist wahrscheinlich drin. Ja, muss ja. Und wenn ich den Rest jetzt mit Silage auffülle, was haben wir denn dann für eine Mischung? Das sehen wir gleich. Dann habe ich etwas zu viel Silage. Und wenn ich nur 15.000 mache, dann passt das wieder genau. Wenn Stroh noch so weit runter geht. Hauptsache dieser Kübel kommt schnell genug in Wallung gleich. Ja, das reicht mir doch. Dann kriegen die nur 15.000. Bin mir sicher, waren die da oben alle glücklich? Das kann ich vorstellen. Ach so, ich kann das aber I. Kann ich das ja schon mal... Ob die... Was ist das denn hier? Ah, okay. Bei I kann ich mal eben einmal kurz gucken. Wo sind denn Zucht? Zuchttiere steht da nicht. Die Rinder haben Wasser. Ja, das reicht denen. Okay. Sehr genügsam, die Tierchen. Ja, dann kriegen die Mukus das halt noch. Die Mukus nehmen immer. Die haben immer Schmacht. Na gut, die bringen auch Leistung. Ne? Ist jetzt nicht so, als wenn meine Kühe... Ne? Die tun ja was. Tja.
mein Mischverhältnis hier noch nicht ganz zufrieden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, hatten die denn genug Stroh auch schon? Guck dir das mal an hier, die zaubern sich den ganzen Kasten rein hier. Ohne mit dem Wimper zu zucken. Ja, muss ich auch gleich wohl noch Gras machen, wa? Ja, ich hab noch was im Mix Master, ist noch was drin, ne? So ist das nicht. Das wollte ich aber eigentlich so als Notreserve behalten, wenn es mal wirklich eng wird, ne? Um 9 Uhr morgens auf der Map kann ich ja gleich noch ganz locker ein bisschen Gras machen, ne? Ich muss nur eben die Ballen dann noch wegholen. Und dann erstmal das Feld bestellen, dass das da schon mal ins Wachsen kommt. Ne? So, bleibst du so mitten in der Einfahrt stehen? Nee, ne? Nee, das machen wir nicht. Fahren dich mal schön daneben. Hat schon überlegt, ob ich den Frostdeck mitnehme. Aber bis ich die Ballen da hinten drin habe, da kann ich auch zweimal fahren. Und bring den Zweierpacken oben zu den Zuchttieren. Und den Viererpacken bringen wir in eine Mastanlage und dann ist doch auch gut. Dann hat sich das schon erledigt mit den Strohballen, die da noch im Feld standen. Ach, und ich habe hier auch noch den Schlepper stehen. Den muss ich auch noch komplett umbauen. Ich komme wieder nicht zum Zocken, das ist das Problem, ey. Ich bin nur am Basteln in letzter Zeit. Bis das alles mal so ist, wie ich das haben möchte, ne? Na gut, gestern habe ich auch ein bisschen rumgetrödelt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da war ich ein bisschen mit Andy unterwegs und ich habe nur ein Video aufgenommen mit Andy zusammen. Da hätte man durchaus mehr draus machen können. So. Ja. Weiß noch gar nicht. Habe ich denn eigentlich auch schon die große Scheibenenge gekauft oder immer noch nicht? Es kann sein, dass mir immer noch so ein bisschen die Kohle fehlt. Boah, und diese Ballengabel, die ist sowas von Gold wert, ne? Das ist. Boah, wenn ich jetzt denke, ohne diese Ballengabel, ich würde ausrasten würde ich hier. Das wird gar nicht gehen. Oh, die ist ein bisschen unrealistisch. Also ganz so dolle liegen die Ballen nicht auf der Gabel im Echt. Aber so wie das bei Giants auf der Gabel liegt, so liegen die aber auch nicht auf der Gabel. Also von daher. So. Oh Mann, haben wir hier schon mal ein bisschen Stroh stehen. Aber ich mache ja wieder Getreide. Also es wird auch wieder neues Stroh kommen. Muss ich mal gucken. Irgendwann kann ich dann umsteigen auf GPS oder dann mache ich nur noch Mais. Irgendwann habe ich genug Stroh. Also man hat auf jeden Fall mehr Stroh, als man braucht. Ich fahre hier wie der erste Mensch, ne? Aber ist egal. Normalerweise, wenn unser Vater sieht, wie wenn ich so über den Hof breche, dann habe ich sofort einen Schlag im Nacken. Hundertprozentig. Ist einfach so. Ja gut, ich will hoffen, dass jetzt ist ja langes Wochenende. Ja. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen basteln kann und dann
ganz relaxed, nur noch einfach ein paar schöne Let's Plays machen, die Map genießen, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Freue ich mich schon. So. Oh, nein. Oh, ich brauche unbedingt so einen Miniatur-Joystick. Den bestelle ich mir auch noch. Ich habe das schon gesehen. Das ist eigentlich irgendwie, was weiß ich da? Für Smartphones oder sowas. Den tacke ich mir hin und dann habe ich einen Mini-Joystick. Geil, ne? Also ich würde es nicht. Ich finde es geil. Und hat auch keiner so schön gemacht wie Farmer Andy. Da hat man mit Schlamm arbeiten viel. Oh, was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, mit Schlamm arbeiten viele, aber nicht so schön wie hier. YouTube, die Zeit ist wieder abgelaufen. Ja, wir haben gar nicht viel gemacht, wir haben nur ein paar Ballen weggebracht. Ich mache jetzt wahrscheinlich auch nicht das nächste Video direkt hinterher. Heute gibt es nur ein Video, weil ich muss erst basteln. Ne? Ich glaube, das geht nicht anders. Danke fürs Reinschauen. Habt euch lieb. Ciao, ciao.